Kapitel 9. Alte Tradition. Die Sonne schien bereits durch den Höhleneingang inmitten auf die rußigen Reste von dem, was einst ein Lagerfeuer war. Flamme erwachte, als das Licht auch auf ihn fiel und sein Fell wärmte, zumindest ein wenig. Nun erwacht blickte das Vulpix sich um und stellte fest, dass Absol inzwischen wiedergekehrt war. Nicht, als wäre das eine Überraschung. Wie er bereits angedeutet hatte, hatte auch Sol sich nicht dazu bringen können, die anderen beiden zurückzulassen. Trotzdem hatte er sich möglichst nah an den Höhleneingang begeben. Sein Pech, wenn er lieber im Kalten lag. Absol saß an der exakt gegenüberliegenden Wand zum Eingang, dort, wo es noch recht düster war, und schien gerade sein Frühstück zu haben. Zunächst überlegte Flamme, ob er sich den Anblick überhaupt antun sollte, aber letztlich siegte die Neugier und... Sind das Bären? Ich dachte, du wärst Jäger, oder war jede andere Beute zu schnell? Natürlich war die Frage ziemlich provokant, aber sie war auch berechnet. Sol war ebenfalls wach. Und Flamme wollte damit eine bestimmte Antwort heraufbeschwören. Ich brauche keine andere Beute, wenn sich Bären finden lassen. Ich hatte Glück, im Winter sind sie sehr selten und wenn es sie gibt, finden Beute-Pokémon sie schneller. Aber unabhängig davon, was ihr denkt, ich jage nur, wenn es nötig ist. Es nennt sich der Kreislauf der Natur. Ich weiß, ich habe daran nicht gezweifelt. Aber jemand anderes schon. Wissend blickte das Vulpix zu seinem Bruder, der gereizt zurückblickte. Ach, darum ging's. Wie gesagt, mir ist egal, was ihr von mir denkt und was nicht. Ich hab schon lange aufgegeben, das Vertrauen von Pokémon gewinnen zu wollen. Ihr wollt meine Hilfe, ich kann euch helfen und gewinne gleichzeitig selber davon. Das ist alles, worauf diese Zusammenarbeit beruht. Trotzdem funktioniert eine Zusammenarbeit besser, wenn Vertrauen herrscht. Vor allem, wenn Misstrauen keinen Grund hätte. So etwas wie kein Grund gibt es nicht. Wenn ein Mon einen braucht, findet es auch einen, egal wie und wo. Ich kenne euch beide seit gestern und könnte euch theoretisch schon je mindestens 4 Gründe aufzählen, warum ihr nicht vertrauenswürdig seid. Das mache ich aber nicht. Ich bin besser als die Mon am Platz. Sind nicht die Gründe wichtiger, die man hat, um jemandem zu vertrauen, als dir es nicht zu tun? Im Prinzip verstehe ich, was du meinst. Aber ich widerspreche. Mit dieser Einstellung kann man selbst jemanden wie Omegon als vertrauenswürdig betiteln. Es gibt keine Pokémon oder auch sonst nichts Lebendes ohne gute Seiten. Aber genauso wenig ohne schlechte. Es kommt auf mehr an. Was kann es einem bringen, jemanden zu vertrauen und wie kann es schaden? Wie viele Gründe für und gegens Vertrauen gibt es? Und man sollte nie das Bauchgefühl vergessen. Es gibt wenig bessere Indikatoren für Vertrauenswürdigkeit. Absol blickte amüsiert auf, als diese Erklärung ihr Ende fanden. Man könnte fast meinen, du würdest dich als der nächste Weise vom Eisberg bewerben wollen. Du redest zumindest anscheinend ähnlich gern wie Vulnona. Außerdem weißt du, wie man schlau klingt, unabhängig davon, wie sehr ich dem Inhalt zustimme oder nicht. Vielleicht solltest du den Job übernehmen und ich kümmere mich stattdessen um die Prophezeiung. Wahrscheinlich ist dann jeder glücklicher. Soll das eine Andeutung daran sein, dass ich nicht für die Prophezeiung geeignet bin? Ob du das bist, weiß ich nicht, aber Vulnona kannst du nachmachen. Außerdem wäre dann jemand derselben Spezies ihr Nachfolger. Allein das würde vielen wohl schon deutlich besser gefallen als jemand wie ich. War das der Grund für das Misstrauen der Dorfbewohner? Dass der nächste Weise des Eisbergs nicht derselben Spezies angehören sollte wie die Weise in Vulnona? Die meisten in der Gegend sehen eine Spezies und geben mir eine Rolle im System. Ich habe schon eine Bestimmung daran verloren, als wäre ich geboren wurde. Noch eine lasse ich mir nicht nehmen. Noch eine? Also wollen die Pokémon vom Pokémon-Platz kein Absol als Weisen und auch für noch irgendeine Rolle nicht? Flamme hatte sich zwar bereits entschieden, nicht weiter zu fragen,
Aber sein Bruder hatte offensichtlich weniger Empathie gehabt. Und Absol schien sich sehr unsicher, was er hier als Antwort geben sollte. Sein Blick schweifte nur in die Leere, als er scheinbar nach Worten suchte. Es fühlte sich an wie Stunden. Weitere Stille, bis Absol in weiteres, fühlbar schmerzhaftes Gelächter ausbrach. Kein Absol, schön wär's. Sie waren wohl eher zu sehr darauf fokussiert, ein Absol zu wollen. Sie haben doch alle keine Ahnung. Nur wegen ihrer beschissenen Tradition. Wer nicht reinpasst, kann gehen. Und wer reinpasst, darf nicht er selber bleiben. Und dann wundern sie sich, dass ich sie alle hasse. Dass ich lieber ein Einzelgänger bin. Dass ich mich ihnen nicht anpasse, nachdem sie mir hier die Chance dazu geben wollten. Aber das hält mich nicht davon ab, meinem Weg zu folgen. So sehr sie wollen, dass ich ihn nie finde. Sol fühlte sich sichtlich nicht sonderlich wohl, als er diesem kleinen Monolog zuhörte. Teils auch, da er wusste, dass er offensichtlich recht unschöne Erinnerungen wiedergeweckt hatte. Was wollen Sie denn dagegen tun? Sich beschweren? Für mich klingt das nach Ihrem Scheißproblem und das braucht dich nicht zu stören. Du machst deinen Kram und die Mon gehen dahin, wo der Pfeffer wächst. Überrascht blickte Absol auf. Scheinbar nicht ganz sicher, ob Flamme gerade versuchte, ihn zu beruhigen oder zu verarschen, ne? Was anderes hast du selber doch auch nicht gesagt, oder? Was bringt es, ewig der Vergangenheit nachzuhängen, wenn man stattdessen auch gucken kann, dass man die Zukunft neu gestaltet? Und wenn es nur darum geht, dass man die anderen stört. Es gibt wenig Besseres als Erfolg, denn den andere begründen, die wollen, dass man scheitert. Immer noch schien Absol nicht ganz sicher, was er denken sollte. Aber entschied sich für Optimismus. Schließlich hatte er selber gerade erst erklärt, man solle auf die Gründe schauen, jemandem zu vertrauen. Und bisher war Flamme überraschend oft auf der Seite Absols gestanden, wenn es zu diesen Konfrontationen kam. Nun, da ist was dran. Trotzdem entschied er sich, dass er dieses Thema schnell abhaken wollte. Mit seinem Ausbruch hatte er bereits mehr verraten als gewollt. Das Thema nun zu wechseln, war vor allen Dingen Schadensbegrenzung. Aber wo wir von denen reden, die wollen, dass wir scheitern. Wir sollten wohl einen Plan machen, wie genau wir gegen Omegons Krieger vorgehen, ohne Wissen über die Lage. Zumindest in meinen Augen haben wir dabei drei Möglichkeiten. Wir können einfach in den Kampf rennen, können versuchen, den Kampf durch Strategie zu gewinnen, oder wir versuchen, ihn komplett abzuwenden. Erstere wäre die dümmste, letztere die unwahrscheinlichste Option. Nun, es gibt auch eine vierte Option, aber keine, die wir in Anspruch nehmen sollten, wenn es irgendwie anders geht. Auch Sol wirkte interessiert. Also, Absol, du solltest vielleicht wissen, was du in meiner Umgebung für Risiken eingehst. Seitdem diese Reise begonnen hat, tut sich in meinem Verstand vieles, was ich selber nicht verstehe. Und dafür habe ich ein starkes Kraut, das mich beruhigt. Aber in extremem Stress verliere ich teilweise die Kontrolle und etwas anderes übernimmt die Kontrolle. Das klingt ehrlich gesagt wenig glaubwürdig. Aber es stimmt. Nun, wenn man es so formulieren will wie Flamme. Er ist schon einmal außer Kontrolle geraten und hat danach jeden angegriffen, den er gesehen hat. Aber was hat das Ganze mit dem kommenden Kampf zu tun? Ich habe inzwischen Telizium, um die Kontrolle zu wahren. Aber vielleicht, wenn es zum Äußersten kommt, sollte ich vielleicht bewusst verzichten und den Wahn übernehmen lassen. Er kämpft gegen alles und jeden. Wir könnten ihn als Waffe nutzen, gegen Omegons Krieger. Denn, so sehr ich es hasse, wenn ich nicht ich selber bin, bin ich deutlich stärker. Die anderen Anwesenden hüllten sich in Stille. Sol durch extreme Unsicherheit. Absol, da er nicht sicher schien, wie viel davon er überhaupt glauben sollte. Die Stille hielt jedoch nicht lange an.
Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir uns auf so etwas einlassen sollten. Das hört sich weniger sicher an, auf etwas zu vertrauen, das niemand von uns kontrollieren kann. Ich meine, indirekt können wir das inzwischen, eben durch dieses Kraut. Und das wollt ihr wirklich nutzen? Euch ist klar, was Tilithium für ein Kraut ist, oder? Ja, eins, das ich nur freiwillig nutze, wenn es keinen Weg daran vorbei gibt. Aber du verstehst die Lage nicht. Ich meine, wie auch, ich tue das selber kaum. Naja, also, egal wie man es dreht und wendet, ich halte es für eine deutlich gesündere Idee, eine der anderen Methoden zu nutzen. Du hast aber selber schon gesagt, einem Kampf aus dem Weg zu gehen wird vermutlich unmöglich und Plan ebenfalls. Während Sol und Absol eine kleine Debatte begann, dachte Flamme nach. Die Option seines inneren Wahns wollte er selber bestmöglich vermeiden. Aber von den anderen Optionen... Ist denn wirklich so unrealistisch, dass wir einem Kampf entgehen können? Ich glaube zwar nicht daran, dass wir Vulnona ohne eine Begegnung erreichen können, aber vielleicht können wir den Kampf doch verhindern. Und wie sollen wir ihn ganz lieb bitten, uns durchzulassen? Ich meine, vielleicht? Diese Antwort kam genauso gut an, wie auch zu erwarten. Gar nicht. Gut, andere Ideen. Warte, hör mich kurz an. Rein logisch gedacht. Omegon will kein Pokémon schicken, dem er nicht vertraut. Aber gerade da er wenig Kontakt mit normalen Pokémon hat, hat er keine große Grundlage für so etwas. Auch sein Pokémon erinnert ihn an sich selbst. Und wir haben es schon öfter gehört. Omegon selber kämpft nicht, wenn es nicht absolut notwendig ist. Wenn sein Krieger wirklich ähnlich ist. Vielleicht ist alles, was wir tun müssen, schwach zu wirken, sodass er uns passieren lässt, im Glauben, dass wir keine Bedrohung sind. Oder wir schaffen es auf andere Weise durch Worte zu gewinnen. Das ist, was wir in unserem Training immer gelernt haben soll. Jeder Kampf birgt ein Risiko für alle Beteiligten. Deswegen ist es in jedermanns Interesse, den Konflikt schon vorher lösen zu können. Also, willst du Omegons Krieger dazu überreden, uns ziehen zu lassen, ne? Offensichtlich ist er ein beeinflussbares Pokémon. Omegon konnte ihn schließlich dazu überreden, diese Mission für ihn zu übernehmen. Sol wirkte zwar etwas empfänglicher für die Idee als Vulnonas Schüler, doch auch er sah ein großes Problem. Natürlich hat Omegon das, aber von allem, was wir gehört haben, ist Reden, ist das nicht gerade seine größte Stärke? Im Prinzip willst du besser sprechen als der wortwörtliche Gott des Manipulierens? Was wahrscheinlicher, dass meine Idee klappt und dass wir einen Kampf gegen so jemanden gewinnen. Außerdem haben wir irgendetwas zu verlieren. Wenn sich der Krieger nicht überzeugen lässt, dann wird es zu einem Kampf kommen, der auch zustande käme, wenn wir es nicht versuchen. Alles, was wir bekommen, ist eine Chance, ohne Kampf zu siegen. Immer noch wirkte Sol skeptisch. Absol hingegen schien seine Meinung auf einmal völlig zu ändern. Weißt du was? Eigentlich hast du ja recht. Verlieren können wir nichts, außerdem habe ich vorhin ja schon festgestellt. Du kannst gut reden, wenn du weise klingen willst. Auch wenn du das bisher wohl selten wolltest. Na danke! Gern geschehen. Also ich wäre dafür, dass wir deine Idee ausprobieren. Aber wir planen auch, was wir tun, wenn es nicht klappt. Wie du es gerne hättest. Wir müssen für den Kampf bereit sein. Im Prinzip genau wie ihr bei eurem Training gelernt habt, so wie ich das höre. Und recht ähnlich, wie Vulnona es immer mir versucht hat beizubringen. Versucht? Theorie ist schön und gut. Aber wenn niemand einem auch nur ein Wort glaubt, alleine dafür, wer man ist, dann kann man reden, so viel man will. Es wird nichts ändern. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass Omegons Krieger mit sich reden lässt. Vorurteile und Meinungen beeinflussen den Willen des Kompromiss schon, bevor dieser eine Chance hat zu entstehen. Du hast mit so ziemlich jedem Pokémon Probleme, kann das sein? Irgendwann finde ich schon noch raus, weshalb.
soll mir das Angst machen. Die Mann hat Probleme mit mir und ich habe kein Problem damit, andere das Unrecht sehen zu lassen.